So, das sind wir. Ich habe ja gesagt, wir bauen, deshalb werde ich keinen Timer benutzen. Ich will das alles in einer Folge einfach bauen. So. Wir müssen auf jeden Fall ziemlich viel bauen. So. Wie machen wir es denn? Keller. Gemeinschaftsobjekte. Boah, das wird noch schwierig, Leute. Eigentlich sollten wir erst mit dem Boden anfangen. Und da einfach schon mal ein bisschen was hinbauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Aber ich glaube, ich mache von hier so und dann hier so rüber. Also halt, das hier so. Und da so ein Gebäude quasi ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie ich es genau machen soll. Könnt auch machen, dass hier das Gebäude wäre. Oder hier. Dass man hier dann zum Strand rausgehen kann. Wir hätten auf jeden Fall schon mal mehr Platz als in diesem kleinen Boot. So viel ist ja dann klar. Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da anfangen soll. Fliesen. Holz. Es gibt so noch Stein, Mauerboden, Linoleum, Metall, nee. Ich weiß echt nicht genau, wie ich das Haus machen soll. Ich will natürlich schon einen großen Strand haben, aber auch irgendwie halt ein großes Gebäude auf jeden Fall. Vielleicht mache ich erst einen Standard-Holzboden rein. Null? Wieso kostet der null? Kosten alle null? Nee. Holz kostet nichts, okay. Das ist schon wieder. Ich weiß nicht, welches Holz mir da am besten gefällt. Nee. Es sollte auf jeden Fall schön tropisch aussehen, da ist eher sowas. Dübel, ja. Ich glaube, da ist eher sowas gedacht für mich. Ich baue hier so an dem Rand und dann würde ich sagen, dass diese Hälfte Strand bleibt. Dass ich diese Fläche quasi nutze. 16×19. Oder wisst ihr was? Ich mache einfach quadratisch 16×16. Da noch? Oder wie wäre das so? Eigentlich viel zu viel Strand, meiner Meinung nach auch. Hm. 14×14. Könnte er auch so Doppelhäuser machen, theoretisch. Oder es gibt bestimmt irgendeine Brücke, die... Wenn wir sagen 15×12. Ich weiß nicht, ob es irgendeine Brücke gibt, dass man quasi verschiedene Stockwerke... Stockwerkebene noch verbinden, aber es gibt es bestimmt, glaube ich, schon, dass es geben müsste. Ach, das ist angehoben. Das andere irgendwie nicht. Egal. Ja, so, ich mache jetzt erstmal Standard. Zeug. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Okay, jetzt haben wir Böden. So, Wände. Was? Ich komme da nicht rüber. Kann ich auf eine Randfliese. Ah, okay. Das heißt, dort hinten muss was frei bleiben. Okay.
So. Wenn es so ist. Warte. Ich muss noch mal kurz was gucken. Ja, es geht ja bis dahin. Dann habe ich da, hätte ich mich schon verbaut gehabt. Okay. So. Und jetzt den Rest hier von den Fliesen wieder wegmachen. Ich sehe leider gar nicht, wie lang die gehen. Sind sie weg? Ja. Okay, dann passt es schon. Dann ist es so geworden, wie ich es wollte. Da auch weg? Nee, nicht ganz. Geht das? Ja. Ich glaube, jetzt ist aber alles weg. Ist gerade schon alles pausiert, oder? Baumodus. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rausgekickt werde. Ich mach mal ja. Ah, okay. Baumodus. Wir gehen das einfach mal durch. Ist mir eigentlich ganz klar. Gelände bearbeiten. Ja, ja, ich weiß. Ja, ah, okay, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Gedöns, was man nachgucken kann. Ist eigentlich ganz cool. Eine Band gründen, ein Promi sein, Drinks mixen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch alles irgendwie austesten. Ja, Jungfrauen. Okay. Klingt interessant, eine Meerjungfrau zu sein. So. Wir haben hier natürlich jetzt erst ganz grob gebaut. Das wird alles noch viel schöner, hoffe ich doch. Zumindest Wände, Wandbe. Aha. Das werde ich alles im Nachhinein. Oder soll ich jetzt schon? Nee, Nachhinein ist, glaube ich, besser. Ich habe ja gesagt, es wird länger dauern. Keller, Garage, was gibt es noch? Gelände. Ja, da muss ich noch gucken. So, ich mache jetzt noch mal so einen Boden, dass ich den gleich mal habe, schon mal. Mal gucken. Ist ja jetzt erst Hausbau, Einrichtung und so kommt noch alles. Und Räume trennen und so mache ich gleich noch. Habe ich jetzt. Warte mal. Ne, das müsste eh passen. Doof ist nur, dass die Bäume da reinwachsen. Das ist das einzig Doofe. Ich hoffe, das ist dann nicht wirklich so. Nee, ich glaube nicht. So. Wie hoch kann man das wohl machen? So ein richtiger Wolkenkratzer wäre auch mal interessant. Vielleicht eine Dachterrasse, dass das verbindet, obwohl das wäre ein bisschen doof. Eine Dachterrasse würde ich, wenn dann extra machen. Wie gesagt, ich verändere das noch alles dann gleich. Es wird nicht überall der gleiche Boden sein, so wie es so gesagt sein. Fenster kommen natürlich auch noch rein, wir haben ja genug. Geht da nichts mehr, oder? Doch, geh schon noch. Dachte schon. So,
So, jetzt aber. Zu wenig Halt. Ja. Warte, das ist wie breit? 11. Passt. Ups. Das wollte ich nicht. 11, okay. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, denke ich gerade richtig oder denke ich falsch? Da muss hin. Geht das nicht weiter, oder? Ups, das wollte ich gar nicht. So. Jetzt hier nochmal das gleiche eigentlich. Für 5. So. Ich wollte das da eigentlich so rüber verbinden. Gibt's da was dazu? Oder Säulen? Rustikale Säule. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie so geht, wie ich mir das vorstelle. Gute Frage, wie komme ich da jetzt genau unter das so? Ich kann aber nicht auf die so drauf bauen. Aber warte. Ich habe damit jetzt hier oben das erweitert. Aber ich komme. Warte, muss ich dann jetzt. Das ist jetzt auf jeden Fall etwas ausprobieren, denn ich habe hier ja noch nicht so oft gebaut. Also, wenn das jetzt irgendwie geht, das wäre irgendwie unlogisch, aber irgendwie cool. Das war die Originalsäule. Warte. Ach cool. Das ist interessant. Ob das auch irgendwie anders noch ginge? Gute Frage. Ich will aber einen anderen Boden. Bögen. Nee, Fenster, Türen, okay. Zäune, genau, der kommt dann oben noch hin, dass wir ja nicht runterfallen, das wäre ein bisschen doof. Oh Gott. Ich habe das weit davon entfernt gestellt gehabt. Da also. Mhm. Ich hoffe, das geht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Aber dass ich da jetzt extra mal einen Boden dazwischen machen muss, ist ja auch irgendwie doof. Steine. Wahrscheinlich mache ich irgendeinen Stein dazwischen. Hm. Ich bräuchte irgendeinen bestimmten Stein, der reinpasst.
Der passt, finde ich. So. Jetzt können wir nochmal eine Säule draufsetzen. Bam. Bam. Jetzt kann man das hier auch verbinden, ne? Ja. Wie weit geht denn das dann von hier aus jetzt? 2 weiter, das heißt, wir müssten nach, also 1 frei und dann wieder eine Säule gleich immer. Das ist auf jeden Fall sehr interessant eigentlich mal so zu bauen. Habe ich noch nicht so gemacht. Ich weiß nicht, ob es eine andere Möglichkeit gibt, wenn es dann eine schönere Möglichkeit gibt. Könnt ihr mir das auch sagen? Mist, jetzt weiß ich nicht mehr. Dann nehme ich einfach die Pipette und kann mir das hier nachmachen. Das ist auch ein sehr guter Trick eigentlich. Um nicht extra die ganzen Sachen immer rauszusuchen. Und schwupp. Schwupp. So. Hätte es eigentlich gereicht, wenn ich... Wartet. Es hätte sogar gereicht. Echt? Hä? Wartet. Okay. Wenn es so ist, mache ich so. Ne, es reicht nicht. Hä? Warte, was ist mit dieser Säule hier? Wieso geht das hier nicht so, wie ich mir das vorstelle? Wieso geht das hier nicht so, wie ich mir das vorstelle? Hä? Das ist doch nicht weiter oben oder so, oder ist das wegen dem Gelände jetzt ernsthaft? Wieso geht das nicht so, wie ich mir das vorstelle? Wartet mal, hä? Das verstehe ich gerade nicht. Liegt das jetzt echt an diesem Gelände oder was? Jetzt, wo ich mir so Mühe gegeben habe, geht's nicht oder was? Damit gebe ich mich jetzt aber noch nicht zufrieden. Ich probiere das nochmal. Warte mal, was gab's denn da noch? Achso, Torbögen, achso. Es geht nicht. Könnte ich dann von hier rüber, aber das ist auch doof. Wieso geht das so nicht? Es ging ja bis hier rüber und dann nicht mehr. Ist es echt, weil das... So. Ich mache das jetzt nochmal so. Das war ja jetzt nicht schwer bis hierhin. Mache ich das alles weg mal. Das will ich jetzt schon so haben, dass es auch geht. Weil das war meine Vorstellung von dem Haus und das will ich jetzt auch so haben. Wenn es so nicht geht, dann bin ich ein bisschen sauer. Ja, ich habe gesagt, es dauert lange. So, jetzt nochmal zu dem ganzen ebenen Geländedings. What the fuck? Das ist hoch machen. Nein. Ah, so ginge das, wenn dann.
Ich habe eher das Gefühl, das geht zu weit runter. Dann kann sie ja bis zum Erd gehen, oder was? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Irgendwie doof. Ist es jetzt? Stimmt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht zu weit. So vielleicht. Ah. Ist das jetzt schön glatt? Ich glaube ja. Nee, das. So. So, so war das doch, oder? Die Säule will anscheinend immer noch nicht. Wieso will die Säule immer noch nicht? Ich mach die derweil mal weg, nicht dass da irgendwie... So. Warte. Mann, natürlich. Das war irgendwie gerade so klar. Hat er jetzt richtig gebaut, oder? Ja, doch. Ich sah das gerade ein wenig schlecht. Ich konnte nicht weiter hinter. Mann, das dauert lange. Ob sich das überhaupt jemand anguckt? Schreibt einen Kommentar, wenn ihr an dieser Stelle noch da seid. Das würde mich freuen. So. Wahrscheinlich spulen manche ein bisschen vor, das kann ich auch verstehen. So, jetzt nochmal an den Rand. Das Endergebnis wird auf jeden Fall toll sein. Da werden dann wahrscheinlich wieder mehrere gucken. So. Speedvorlauf wäre natürlich auch cool gewesen. Aber ich weiß nicht so. Da versteht man so bestimmte Sachen immer nicht. Wieso der jetzt was baut und so. Da ist immer noch keine Verbindung. Aber es liegt jetzt daran, dass ich da noch nichts... Wartet mal kurz. Das liegt jetzt daran... Hä, wieso geht das... Jetzt fühle ich mich verarscht. Ich mach jetzt... Jetzt geht's. Läuft bei dir. Wartet mal kurz. So. Wartet mal kurz.
So. Bin ich laut genug? Ja, so. Passt schon. Ich verstehe es gerade nicht. Wieso geht das nicht? Egal. Ich probiere es nochmal. Wenn es dann nicht geht, dann gebe ich auf. Obwohl, ich darf nicht aufgeben. 1, 2, 3, 4, 5. So. War die auch 5 lang? Schon, oder? Ja. Ach, das wird so eine geile Luxusvilla wahrscheinlich dann am Schluss rauskommen. Hoffe ich mal. Ich hoffe, es sieht auf jeden Fall gut aus dann. Hä? Wieso geht das nicht? Das checke ich einfach nicht. Wieso kann ich das nicht verbinden? Wieso geht das nicht? Wieso darf ich das da nicht verbinden? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist sehr seltsam, muss ich schon sagen. Wisst ihr was? Dann mache ich das ein bisschen anders. Also das ist traurig, dass das so nicht geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht kennt ihr da ja noch dazu, dann weiß ich es fürs nächste Mal, wenn ihr es wisst. Ich würde sagen, dass ich dann, wenn es ja so nicht ging, dann mache ich das jetzt einfach, indem ich eine Wand ziehe. 1, 2, 3, 4, 5. Dann von hier in 4 Abstand nehme. Dann brauche ich von dort hinten auch 4 Abstand. Da kann ich schon wieder nicht verbinden. Ist es noch nicht eben? Sieht immer noch nicht ganz eben aus. Oder wie ist es? Also manchmal frage ich mich ja ganz ehrlich schon, ob das irgendwie rumspackt. Es ist immer noch nicht eben, so wie es aussieht. Wieso kann ich hier jetzt... Da, weil es nicht eben ist. Hä? Wie lange will ich da noch machen? Das ist nicht eben, meiner Meinung nach. Und an dem liegt es auch wahrscheinlich, dass ich da so bestimmte Sachen nicht bauen kann. Kann ich von hier wenigstens eine Wand rüberziehen? Ja, das geht jetzt. Okay. Oder geht das? Mal gucken. Gucken. Komm schon. Was? Zu wenig? Das ist irgendwie in der Luft. Oder was? Jetzt fühle ich mich schon langsam ein bisschen genervt. Dem Teil hier. Die Musik wird auch nicht leiser. Ganz ehrlich, das Teil nervt mich hier. Ich glaube, das liegt einfach dran, dass es hier alles irgendwie total uneben ist. Es muss ja total uneben sein, alles hier. Ach man. Das ist einfach so viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ich zeige euch das natürlich alles. Ich weiß nicht, ob ich Speedlauf mache. Müsst ihr nicht angucken. Ihr könnt einfach vorspulen.
Bis ich die Kacke mal hinbekommen habe. Ich verstehe es einfach nicht. Gelände glätten. Huch, da ist eine Villa. Ja, dieser Rand ist noch so uneben. Glaube ich. Ist es jetzt eben? Ich hoffe mal. Also echt, das ist schon ein bisschen eine Plage so. Muss man ja schon fast sagen. Das ist teilweise schon schlimm. Wenn der Erflacher in einem... Hä? Hab ich doch. Ich habe das Teil hier 10.000 Mal geglättet, Junge. Oder ist das hier nochmal uneben? Junge, wenn es jetzt immer noch nicht geht, ne? Da ist ein Hügel, oder? Mache ich wahrscheinlich eher einfach zwei Wohnblocks quasi. Anstatt, dass ich mich hier die ganze Zeit jetzt nerven lasse von dem Scheiß. Ach, jetzt geht's. Von hier aus nach da drüben geht's. Hä? Das geht. Ja, das wird eine sehr lange Folge. Ich glaube, das wird die längste Video, das ich je hochgeladen habe. Oder ich teile es nochmal. Vielleicht mache ich das so nochmal. Damit es nicht ganz so übertrieben ist. Huch, das ist falscher Ansatz. Oder ich probiere es nochmal, ob es geht. Soll ich nochmal wagen? Okay, einmal wage ich es noch. Einmal, ein letztes Mal. Ich will das haben. Man merkt es. Wie breit war es? Warte, das finde ich gleich heraus, wie breit und so. Mache ich erst den Boden. 14 mal 11, ja. Also Leute, das ist schon ein bisschen nervenaufreibend. Sieht immer noch so aus, als wäre es nicht, wie soll ich sagen, glatt genug? Ja, aggro. Aber da war ja auch so ein kleiner Hügel. Hat man ja gesehen. So, wenn es jetzt nicht geht, dann mache ich das... einfach irgendwie anders, ganz ehrlich. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Dann habe ich auch keinen Bock mehr. Wieso ist das 14 mal 9? Junge, mach das. Wenn es jetzt nicht geht, ne? Ich bin zu aggro. Ich gebe mir so viel Mühe und dann klappt es einfach nicht.
Nur weil das Gelände nicht eben ist. Oh. Entschuldige, der Herr. Ja, sie brauchen schon ein ebeneres Gelände. Nein, da nicht. Das hier, wenn da immer was fehlt, dann müsste doch heißen, dass es da eben nicht eben, dass es da so uneben ist, oder? Das sieht auf jeden Fall schon wieder so aus, als könnte ich es immer noch vergessen. Ich glaube, das kann ich auch vergessen. Da geht es irgendwie nicht mehr und da schon. Was ist daran der Unterschied? Gelände absinken. Ich verstehe es nicht. Egal, dann mache ich halt zwei Wohnblöcke, meinetwegen. Oder mache ich nur einen? Nee, zwei. Ich wollte die eigentlich noch verbinden. Geht das dann wenigstens? Geht das dann wenigstens? Ach Leute, das ist schon nur noch Verzweiflung. Wenn der erfordert eine glatte, gibt er gleich eine glatte Stelle da. Warte. Ja, das ist jetzt das 10. Mal, dass ich das alles wegreiße wahrscheinlich. Wahrscheinlich reiße ich es noch 10 Mal weg, weil ich das unbedingt so haben wollte eigentlich. Also manchmal, ne? Da ist das Spiel schon nervig. Aber wenn man was unbedingt will, dann muss man auch dafür arbeiten. Alles weg. Der Backloch im Baum drin, dass ich dich nicht wegmachen kann. Nein, ich bin nicht genervt. Nee, ganz und gar nicht. Definitiv nicht. Um zwei verlängern. Ich will das endlich so hinbekommen, wie das sein soll. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann bin ich irgendwie total unzufrieden. Ich mache das Ganze jetzt mit Wänden. Wände erfordern ein glatte... Oha, Entschuldigung der Herr. Da hinten ist also noch nicht glatt genug, oder wie?
Ups. Lag dort hinten das Problem die ganze Zeit? Hier, ja, das da alles, oder? Vielleicht lag es an dem dort hinten. Das wäre es jetzt, wenn es jetzt nur an diesem Mini-Häufchen da gelegen hätte die ganze Zeit. Wenn der vor... Hä? Wartet. Ich kletter nochmal drüber. Wenn es da nicht geht, dann... Gebirge! So. Scheint schon so, als würde es runtergehen. Ach, Mann. Wahrscheinlich mache ich irgendwie so einen Sprung bis dahin, wo es richtig losgeht. Ich glaube nicht, dass ihr das alles ertragen solltet. Oh Gott. Außer ich verpeile es wieder. Das wäre auch klar. Aber bei so einer langen Folge bestimmt nicht. Geht's jetzt? Sag los. Das sind 14. Da spackt es noch rum, so wie es aussieht. Obwohl, gehört das dann so? Ne, es gehört sicher nicht so. Dann muss ich da vielleicht nochmal drüber glätten. Nicht so. Ja, da war noch was, auf jeden Fall. Noch nicht ganz gut war, habe ich das Gefühl. Alter, das ist eine Arbeit. Ich glaube, ich habe hier einen Sprung reingemacht. Ich hoffe, dass ich den reinmache und nicht verpeilen. Und das alles will ich euch nicht ertragen lassen. Ne? Ups, da wollte ich gar nicht hin. Mann, ich gehe mal in das rein. Scheint fast so, als würde es jetzt gehen. Oh mein Gott, ein Wunder ist geschehen. Erinnert mich, nie wieder sowas zu bauen. Geht's da auch? Da ist noch eins. Ist noch nicht ganz will. Aber ich glaube, der Rest könnte sogar gehen. Und da auch noch nicht. Ach, Leute. Hurra, wir verzweifeln jetzt alle hier. Yeah. Hurra, wir verzweifeln jetzt alle hier. Yeah. Das ist echt nur noch Verzweiflung, was ich hier gerade mache. Ich habe keine Ahnung, wo es hier noch uneben sein soll. Kann man das nicht alles einfach schön eben machen und dann Ende, Junge. So. Jetzt traue ich mich nochmal, das zu probieren. Wenn es da nicht geht, dann lasse ich das. Da ist gerade eins hinzugekommen. Ah, da fehlt ja noch eins. Ich
Wieso kommt da keins? Verzweiflung. So, ach nee. Kann ich hier jetzt wenigstens... Oder ist das jetzt total... Das ist jetzt total... What the fuck? Es ist jetzt einfach nur noch total verkackt. So. Ich probiere jetzt nochmal eine normale Ebene. Und ansonsten machen wir da halt einfach andere Sachen rein. Aber keine Ahnung, wieso das so seltsam ist. Holz. Wand. Ich wäre so glücklich, wenn es jetzt gehen würde. Aber es scheint fast nicht so, weil hier irgendwie so seltsam ist. Und was machen wir jetzt? Zwei Wohnblöcke. Wartet. So. Von dem hier. Hier ist noch nicht irgendwie. Notfalls machen wir eine Zweierbrücke sozusagen. Was, jetzt geht das, oder wie? Ich habe das jetzt alles um eins raus verschoben. Das wäre es jetzt. Sieht zwar irgendwie total doof aus. Aber wenn das jetzt an dem lag, dann... lieber nichts. Dann mache ich lieber gar, trotzdem nichts. Sonst muss ich nur irgendwie wieder was Seltsames machen. Es ist halt jetzt eigentlich so ein kleiner... das kann ich hier bestimmt auch machen noch. Ja, das geht hier auch. Dann sieht es wenigstens gleich aus. So. Ja, doch. Es ist die dritte Ebene. Wir können auch in dieser Ebene rüberziehen. Und hier dann einfach so einen kleinen Balkon haben. Wir müssen sie ja theoretisch nicht so weit rauflatschen. So. Eins, zwei, drei, vier. Alter, das wird so eine lange Aufnahme, ne? Ja, 4. So. Jetzt müsste es endlich gehen mit den Säulen. Hoffe ich doch, Alter. Wenn es jetzt nicht geht, ne? Jetzt, wo ich mir so viel Mühe gegeben habe, bin ich sehr traurig. Oh. So. Ich habe einen 2 Abstand gelassen. Huch, wieso ist der jetzt 3? Oh mein Gott, Leute. Seht ihr das? Ach Mann, ich gehe mal in den falschen Modus, wenn ich zurück will irgendwie. Seht ihr das, Leute? Ich glaube, mein Traum hat sich gerade erfüllt. Das ist eigentlich auch voll schönes Holz. Mein Traum ist erfüllt, hurra!
Boah, Leute, ich bin so glücklich. So, jetzt hier noch so eins. Und so eins. So, oh Gott, endlich. Ich habe es nach all der Zeit geschafft, Leute. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie gecuttet habe. Ich würde es euch gönnen. Oder ich habe euch das mitleiden lassen. Ich will doch nur einen schönen Zaun. Was ist denn da schön? Ich habe das Gefühl, der passt da nicht farblich. Oder gibt es da noch eine andere Farbe? Das ist jetzt die Standardfarbe. Was ist mit der hier? Ich habe das Gefühl, der passt farblich nicht so, leider. Der hier. Ja, der hier. Obwohl. Kann man da noch Farbe ändern? Nee. Obwohl, der passt eigentlich schon ein bisschen farblich, würde ich sagen. Boah, Leute, ich bin so glücklich, dass ich das endlich geschafft habe. Nach all der Zeit, ey. Das war ja richtig nervig. So, erstmal da eine Tür reinbauen. Türen. Dann will ich hier so eine rote. Irgendwie was Rotes. Die Doppeltür wäre natürlich auch schön, aber... Wir haben hier ja ein Dreier-Türchen, deswegen ist es ein bisschen schlecht. Wir können die hier reintun. Oder gibt es irgendwas Luxusmäßiges? Nach unten wird alles teurer, ne? Die wäre eigentlich schön. Ja, ich nehme die. Ja, endlich hat es geklappt, mein schönes Haus. Boah, Leute, das war. So, und hier oben mache ich dann auch nochmal einen Zaun rüber, so. Aber keine Verbindung, bloß nicht mehr. Ich will bloß keine Verbindung jetzt mehr. Denselben eigentlich, würde ich sagen. Da muss dann schon derselbe hin. Dann sieht es doof aus, wenn er nicht der gleiche ist. Oh ja, das wird eine schöne... Oh, das wird eine schöne Luxusvilla. Mann, gib mir den Zaun wieder. So, mal alles angucken so. Ja, gefällt mir ganz gut. Hier ist noch nicht eben, so wie es aussieht, aber ist mir jetzt schon egal. Hauptsache die Verbindung geht. Dann würde ich sagen, brauche ich auch ein Dach, natürlich. Wie viel kostet es denn schon? Ja, kostet eigentlich gar nicht so viel gerade. Ein bisschen groß. Wieso sind die Dächer bei mir immer so riesig? Ich habe echt das Gefühl, die Dächer sind bei mir manchmal richtig riesig. Das könnte eigentlich gehen. Merken. Oder das wäre bestimmt schön. Das wäre auch schön, ja. Ja doch, ich glaube, ich nehme das dann. Mal gucken. Es geht natürlich, da wir es so am Rand gebaut haben, geht das natürlich jetzt doof. Nicht ganz rüber, ne? Aber so könnte es eigentlich gehen. Mal, ob alles richtig ist. Ja doch, das passt meiner Meinung nach. Eins noch vor. So. Perfekt. Dach muss her. Von welchem Erweiterungspack ist das eigentlich? Ein Dach für einen Palast. Wir brauchen auf jeden Fall was Rotes. Zu rot oder? Also ich gehe jetzt wirklich in Richtung Rot, weil mir das einfach mit dem Holz so
gefällt. Oder eher sowas. Das würde auf jeden Fall schön orange passen, aber ist es dann nicht zu orange? Schwarz ist nicht so passend. Was gibt's denn sonst noch? Hier unten gibt's auch noch was? Oh ne. Oh ne. Das da wäre noch. Das wäre noch schön, ja. Ich glaube, das gefällt mir eigentlich. Tut's das? Gefällt mir. Oder das hier mehr? Ich kann mich nicht ganz entscheiden, aber ich glaube, ich nehme das. Was ist das? Dachhöhe. Ah, oh Gott. Eigentlich eher flach, ne? Schon ein bisschen flacher, auf jeden Fall. Dachneigungsregel. Ja, doch, passt so. So, dann haben wir da auch was. Ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut. Wie sieht denn das hier aus? Ja, perfekt. Okay, es hat sich gelohnt, das alles so rumzubauen, so. So. Wir können uns auch gleich um den Anstrich des Hauses kümmern. Das glaube ich, mache ich auch. Wandbelag. Ist es das? Tapete. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich da machen will. Oder gibt's. Oder ist da extra. Ne, wenn, dann muss ich Wandbelag. Okay. So, was Rotes. Ja, so Richtung Rot. Ich würde sagen, zu rot. So. Das ist jetzt normaler Anstrich. Anstrich. Ich würde auch sagen, eher orange oder sowas. Es ist zu sandig. Sowas? Nee. Ich weiß nicht. Das ist alles so rot. Wieso gibt es da so viele rote Sachen? Ich wollte zwar in Richtung Rot gehen, aber eher drin. Nicht heraus. Nee. Fliesen. Täfelung. Ich finde irgendwie nichts Passendes. Vielleicht muss ich doch eher auf Mauern gehen. Oh Gott. Kannst du ja doch nicht bringen. Sieht doch furchtbar aus. Boah, was nehme ich denn dann? Felsen und Steine. Wäre interessant für das untere. Allerdings müsste man was Schönes finden. Das könnte ich mal ausprobieren. Oder gibt es einen orangeren Stein? Sowas? Ich glaube, das wird eher passen. Ich probiere mal den aus. Wie das so aussehen würde für außen. Boah, was ist denn das da hinten? Das sieht ja auch mal schön aus. Das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber wir haben ja dann direkt einen Ausblick drauf von unserer Villa aus. Ich nenne es jetzt schon Villa, weil es einfach übermäßig krass groß ist. Ach, hier ist schwierig. Hier ist noch Holz.
So, weg damit. Gib mir das da nochmal. Habe ich es jetzt? Ja. Ach, das ist immer so komplex hier. Nein, da nicht. Nein. Dann hier gleich noch. Bis hier hinter. Ach, Gnarf. Das ist echt Konzentrationsarbeit. So ein Haus zu bauen, ich wäre kein Architekt, glaube ich. Das ist mir ja viel zu... Obwohl, ich habe ja gute... Ja, keine Ahnung. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich ein Haus so richtig schön darstellen sollte mit so einer Form. Ja, doch, das gefällt mir. Also, als erste Lage quasi. Und dann Verkleidungen. Mal gucken, ob es da noch was Schönes gibt. Hallo? Lädst du nicht, oder? Na, geht gar nicht. Sieht irgendwie seltsam aus. Hat aber was. Ich weiß nicht, ist es immer Geschmackssache, wenn man so ein Haus baut. Das ist echt immer so eine Geschmackssache. Jeder findet, einer findet, boah, ist das hässlich, der andere findet, boah, das ist irgendwie, die Farben sind sehr interessant oder so. Da hat jeder immer eine verschiedene Meinung. Würde ich eher hier. Das würde ich eher hier oben machen, wenn dann. Aber ich bräuchte was Orangeres. Mauereinstellungen. Was ist denn das? Nee. Es wäre jetzt. Zu blau wieder. Das ist echt schwierig, da was Richtiges zu finden. Das da könnte, oder das da. Das passt für oben, finde ich. Das passt für oben. Das ist was, das ich oben rein will. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, ich will das oben haben. Ach Gott, das ist eine Arbeit, Leute. Ne, ich will kein Architekt oder sowas werden, das ist dann bestimmt auch so ähnlich. Jetzt bräuchte ich halt noch was Schönes Oranges, das richtig sagt, ich passe da rein. Ja, Hilfe, passt da rein, bitte. Gibt's da irgendwas? Es passt jetzt vom Kontrast gar nicht, also halt von den Linien und allem, das passt gar nicht zusammen. Nee, gar nicht. Ich finde es schade, wenn ich nichts finde, das zusammenpasst. Oder hier irgendwie sowas Normales. Das passt einfach nicht zusammen. Oder nachher was Weißes wäre auch noch möglich. Weiß-gelb oder so. Das ist echt schon schwierig.
Ja, bei Sims 2 gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Ja, bei Sims 2 gab es noch nicht so viele Möglichkeiten. Hallo? Ich hätte halt gerne irgendwie so ein knalliges Orange, wie das von dem Boden. Oder wie wäre es, wenn ich das da oben auch nochmal machen würde? Dass es eigentlich so ein Ziegelhaus ist. Aber ich finde, das ist dann zu ziegelig. Oder wenn ich das da auch noch unten machen würde. Das ginge. Dann mache ich das so, weil ich finde nichts Besseres. Dann mache ich das erstmal so. Hilft ja nicht, wenn ich nichts Besseres finde. Obwohl, geht eigentlich. Das finde ich eigentlich auch ganz schick. Und so mit dieser Steinreihe. Und dann halt dieser andere noch. Ja doch, man kann. Es ist halt Geschmackssache. Aber eigentlich ist es ganz akzeptabel. Man kann es schon so sehen lassen. Jetzt kommen ja noch Fenster rein, dann wird es noch besser. Weil ohne Fenster geht es auch gar nicht wirklich. Muss ich auch sagen, das sieht richtig doof aus. So, und da auf der Hinterseite noch. Concentration. Geh ran, so. So. Perfekt. Ach ja, da noch. Hätte ich fast vergessen. Oh Gott, jetzt kommt da noch Inneneinrichtung. Oh je. So. Jetzt haben wir erstmal das Äußere ein bisschen. Dann würde ich sagen, gehen wir nach innen. So, erstmal nach ganz unten. Kommt der Baum da echt rein oder wie? Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch die Räume trennen. Und einen Eingang schaffen. Wo machen wir denn Eingang? Ich würde mehrere Eingänge eigentlich machen. Tür. Eine schöne Glastüre auf jeden Fall. Hier so am Rand mal. Und hier am Rand mal. Schiebetür, ja. So. Dann haben wir hier zwei Türen. Und dasselbe machen wir hier auch nochmal. Das Geräusch ist auch nervig. Ach, ich liebe die Musik. Kann ich da die Farbe noch ändern? Keine Ahnung, wie groß. Alter, diese Fenster sind irgendwie so riesig. Okay. Wisst ihr was? Ich kann hier nicht speichern. Okay. Wäre alles weggelöscht. Das wäre jetzt der Hammer dann irgendwie so. Ich will es fertigstellen, pack.
Alles wurde gelöscht, so. Dann würde ich erstmal sauer sein. Sehr sauer sein. Alter, das wäre so bitter einfach nur. Warte. Das hätte theoretisch hier noch rein müssen, das heißt. Da muss ein 1er-Fenster rein. Aber das eine gibt es bestimmt nicht im Doppelformat. Also halt dieses große. So abgerundet. Dachte ich mir schon, dass es nicht so gibt. Andererseits, das hat ja keine Türe. Mache ich das einfach so. So, jetzt brauche ich das mal das Wandtool. Ziehe hier gleich mal eine Wand durch. So. Hier auch. Und... hier. Und hier. So. Gut. Dann machen wir Türen. Ich würde sagen, wir machen die einheitlich, obwohl ne. Eine schöne weiße Türe, eine 1er-Türe mit Weiß. Weiß. Die Gänge, die fand ich schön. Von hier aus muss man ja auch irgendwo hinkommen. Ich würde sagen, hier rein. Hier rein. Obwohl, mach das zurück. Dann machen wir nochmal so eine Türe. Da kommt dann irgendwas Großes rein, würde ich sagen. Oh Gott, das Haus wird so riesig. Also Keller, ne. Treppen, genau, Treppen. Oh Gott, sind die riesig. Ich hatte eigentlich vor, dass ich die hier irgendwo... Ah, doch, da ging es. Gibt es da auch schmälere? Scheint ja nicht so. Wir können da ja... auch im Nachhinein noch alles verändern, würde ich, meine ich. Können wir ja auf jeden Fall noch. Das heißt, wir können das jetzt erstmal als fertig anstellen.
und dann später nochmal bearbeiten. Denn sonst, ich kann das nicht alles auf einmal machen. So viel ist klar. Das wäre ein bisschen viel. So. Die Hauptsachen habe ich schon mal. Einrichtungen und so kommen ja noch. So, wie werde ich hier jetzt fertig? Live-Modus einfach schalten. Dann kann ich später wahrscheinlich weiterbauen, so wie ich das denke ich mal, hoffe ich mal. Speichern. So. Mal gucken, ob ich das eine dann geschnitten habe. Also wenn ihr jetzt einen Schnitt gesehen habt oder so, dann war das, weil ich das Ganze, das rechts nicht bauen konnte. Ja, dann wird es an dem gelegen haben, dass ihr einen kurzen Schnitt cuttet. Wenn nicht, dann habt ihr es mitleiden müssen. Je nachdem, ob ich es vergessen habe. Ich werde es wahrscheinlich doch nochmal ein paar Teile machen, weil das doch wahrscheinlich ziemlich lange gedauert hat. Und bis wir dann alles nochmal getrennt haben und eingeräumt haben, das werde ich dann ein anderes Mal machen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ziemlich viel gewesen. Auch ziemlich viel auf einmal. Und da mache ich dann doch ein paar Parts wahrscheinlich draus. Vielleicht lasse ich dann auch das drin, wo ich so ewig gebraucht habe, damit ihr das mal seht, wie ich leide. So. Gut, dann würde ich sagen, höre ich auf. Dann ist aber mir ein bisschen. Das war eigentlich schon krass. Man hat auch wirklich lange gebaut müssen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Speed-Ding rein. Das ist mein nächsten Bau-Ding. Das wusste ich ja nicht, dass es so lange dauern würde. Mache ich wahrscheinlich dann rein, dass es einfach schnell geht quasi, also im Vorspulmodus quasi. Also ihr sitzt schneller und ich mache es halt live gerade, also langsam eigentlich. Und ihr sitzt dann vielleicht schneller, wie der schnell gebaut wird oder so. Man muss halt viel rumprobieren, das war halt mein Problem. Aber ansonsten war es cool. Hat eigentlich Spaß gemacht, ja. Gut, dann bis nächstes Mal, ciao.